Schönen guten, meine Lieben, jetzt sind wir hier wieder mit einer Runde Be Happy und wir wollen schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Wenigstens ein bisschen, ne? Also hier, wir wollen ja noch diese automatischen Dinge haben, damit wir hier ordentlich automatisiert die Dinger hier nachlegen können, also die Bienen, ne? Weiß ja, ne? Was ich damit meine. Die Bienen. Anstatt den Dingern. So, wir wollen hiervon noch welche haben. Da fehlt jetzt nur noch eine. Da fehlen uns noch vier und da ist alles Roger. Roger, Roger. Läuft. So. Wollen wir es kicken, ne? Na, was machen wir jetzt in der Zeit noch? Ich weiß es ja nicht. Was können wir noch machen? Können wir noch irgendwas anderes machen eben? Oder müssen wir jetzt hier auf den Kroms warten? Was ist denn das? Ach, das ist ja der eine, der uns noch fehlt. Ja. Der hier unten nämlich. Der fehlt uns noch. Da brauchen wir halt von denen auch 16 und 16 und dann bekommen wir Automatisierungs-Upgrades und so lange müssen wir halt wirklich irgendwas anders machen. Ne? Da tut mir auch very traurig, aber das muss sein. Ne? Das muss einfach sein. So, komm ran. Wir wollen hier den Apfel wirklich auch, falls wir mal einen Hunger kriegen. Kennst du den Hunger? Den Apfel lege ich mal da hin, damit ich gleich ein Sapling einsammeln kann. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Das war's? Ja, sag mal, spinnst du? Der ist so riesig groß da oben. Da oben ist nämlich noch irgendwas. Da, guck mal. Der Kleine hier. Der wollte nicht. Jetzt packe ich das mal hier hin, ganz kurz. Und mach hüpf, hüpf, hüpf. Wie kommt der Baum eigentlich da oben hin? Haben wir den letzten Mal nicht ganz abgeholzt oder was? Ich weiß es gar nicht. Naja, wie auch immer. Das war's aber jetzt, ne? Sieht so aus. So. Noch ein Dankeschön. Wiedersehen. Ich wollte mich sehen. Da sind schon zwei. Super gut. Dann wollen wir die auch benutzen. So. Zack. Zack. Wusch. Wems. Oh. Wumms. Klatsch. So, pass auf, ey. Jetzt brauchen wir Cobbles, wa? Wir brauchen mal ein paar Cobbles für die Wände. Hätte ich mal gerne ein paar Cobbles genommen. 64. Und 64 macht Laune. Und dann werden wir mal hier loskobbeln, was? Mal schauen hier. Ich mach mal hier. Nehmen wir was. Hallo? Was habe ich getan? Wo ist mein Nippel? Ach, da. Wo ist mein Nippel gegangen? Ne, ich mach den nach außen. Ich mach den. Ich setze die nach außen, oder? Ich setze die hier so. Oder setze ich die da so? Das könnte etwas komisch aussehen, oder nicht? Warte mal. Wenn du da so Ecken reinmachst, oder? Was meinst du? Nö, nee, ich finde das Joto, ich finde das okay. Sagen wir mal so. Okay ist das. Da kommt dann eh ein Fenster hin. Hier vielleicht auch. Und dann auf der Seite. Hier haben wir ein paar Fenster. Ich habe es jetzt nur zwei bereit, ne? Aber ist nicht schlimm. Ich denke, das ist okay. I think so. Ich denke, das kann man machen. Hier müssen sowieso Fenster rein. So, hier, was haben wir da? Da haben wir den da, okay. Hier, Fenster. Ich mag viele Fenster. Tatsächlich. Also im echten Leben nicht so. Da mag ich es nur, wenn sie offen sind. Also ich weiß auch nicht. Also hier und hier. Oh, hier haben wir drei. Oh, das ist schön. Das gefällt mich. So, pass auf. Dann hier und da und jupp. Und dann haben wir es, ne? Dann haben wir die Wände schon drin, ne, du. Hör mal, das ist ja unglaublich. Diese hier, da weiß ich noch nicht. Da machen wir irgendwie vielleicht sowas. Und dann könnten wir hier so einen Treppenaufgang machen oder so. Oder dann haben wir hier ein Fenster, ne? Aber das können wir dann zumachen. Dann könnten wir hier vielleicht so eine Treppe hoch, aber ich weiß nicht. Oder hier. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwo so einen Aufgang, damit wir auch wieder aufgehen können. Und ich habe auch bestimmte Leitern irgendwo, oder?
Irgendwo hab ich Leitern, was ist denn hier? Keine Leiter jedenfalls. Guck mal, wie viele die fallen lassen hatten, Tuten. Schön. Da sind Leiden. Leide. Wo gibt's mir die Leider, bitte? Oh ja, die Slaps brauche ich auch. Komm hier, nimm die. Leitern, 4 Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber das werden wir gleich sehen. So, dann gehen wir doch hier hin. Warum nicht, ne? Eins, zwei, drei. Zack, da bin ich. Oh, hier habe ich gar nicht verbunden. Why not? So, siehst du? Hin und wieder vergischt man mal was. So, dann kann man auch hier schon Schlepps reinziehen. Mache ich natürlich so oberhalb. Ne? Das sieht nämlich gut aus. Man könnte jetzt natürlich hier und da den Balken noch entfernen, aber eigentlich finde ich das ganz gut so. Weißt du? Da nicht, ne? Ist ja klar. So. Und dann packen wir hier ein paar den Boden rein, sozusagen. Habe ich keine mehr? Nö. Geil, aber es geht schon mal in die Richtung, ne? Weißt du, in welche Richtung es geht, ne? Das kriegen wir schon hin. So. Slaps. Slaps will ich aber nicht alle. Sagen wir, sowas. Die habe ich da rein getan. So, die kann ich wieder raus tut. Machen wir das fertig, oder? Ein weiter. Moin. Moin. Ding, dong, dong. So. Wir sehen diese Reise und wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Doch, ich weiß, was ich damit machen will. Ich werde noch hier einen dran machen. Und hier. Und hier. Da vielleicht nicht. Hier so zum Gucken, ne, zum Aussehen. Da oder zwei. Ich weiß es nicht. So, man könnte also da hinten so ein bisschen überlappen lassen. You know? Könnte man tun. Ohne Problems. So. Vielleicht machen wir das auch. Deswegen mache ich das mal kurz hier so angedeutet. Dass man wirklich hergeht und sagt, hier so. So etwa. Oder was? Das aussieht. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es erleben. Und hier vorne halt nicht, oder? Wollte ich so eine Art Balkon machen. Balkon! Ich guck mal. Kann man das so lassen? Ich finde das gar nicht übel. Jetzt kann man da zwischendurch mal so ein Ding einfügen. Naja, wir gehen auf jeden Fall in die Richtung, wo wir hinwollen. Und dann können wir hier nämlich so ein paar Sachen hinstellen. Das Bett zum Beispiel. Und so Geschichten. Ne? Dann könnte man hier vielleicht unterm Bett, unterm Fenster meinte ich, andere Fenster sowas hinstellen und dann könnte man noch sowas, so ein Nachtkästchen, ne? Kennst ja von zu Hause. Was ich nicht verstehe, ist, dass man den nicht drehen kann. Oder wie? Ich weiß nicht wie. Sagen wir es mal so. Ich kann den nicht drehen, ne? Scheiße ist das. Ich kann den auch nicht hier hinstellen. Ne, da steht immer gleich. Immer gleich, immer gleich, immer gleich. Das finde ich ein bisschen blöd. Ne? Ich weiß nicht, ob man den mit irgendwas umdrehen kann.
Wirklich, steht immer so rum, ne? Und so rum steht er gut. Also müssen wir das Bett hier wegmachen. Und das Bett dahin packen. So, und dann brauchen wir nochmal hier Steinchen. Und mal mindestens so machen. Machen wir so. Dann haben wir schon mal hier so ein Räumchen, wo wir schlafen. Geil, oder? Ich finde es schön. Ich finde es äußerst interessant. Wobei das ein bisschen eng ist, ne? Lassen wir erstmal so. Wir wollen mal schauen, ob unsere Bienen hier fertig sind, vielleicht. Was haben wir da? Nichts. Aber keine Königin. Ne, noch nicht. Hier haben wir Komps. Das ist gut. Die haben wir aber schon 500 Stück. Und dann brauchen wir hier noch einen. Ja, und da brauchen wir noch ein paar. Da brauchen wir noch ein paar. Die Wasserkollegen. Die müssen mal ein bisschen reinhauen jetzt. Das wäre nicht so schlecht. Dann können wir auch gleich schlafen gehen. Mal runter, runter. Gute Nacht. Ja, diese Ecke da, ne, ist ein bisschen doof, aber was willst du machen? So. Das sind wir. Dann können wir derzeit noch ein bisschen abernten. Ey, kommst du her? Was ist denn? So, und so, und so. Watercombs, gib mir Watercombs. Ist eigentlich was drunter? Jo. Ja, so ein ganz kleines bisschen habe ich da unten auch vergrößert. Können wir mal reinschauen. Nebst unserem Tor und unserem Popelstrahl hier habe ich hier. Ich habe das Wasser versetzt, ja. Normalerweise war das hier reingelaufen. Und jetzt läuft es halt hier rum, ne? Mal hier was hin vielleicht. Na, na, das war jetzt schlau, ne? Unglaublich schlau. Unglaublich schlau. War das? Sowas. Und sowas, das halt, wenn man mal da runterfallen sollte, zufällig durch das Loch, dass man da nicht gleich stirbt, ne? Dass wir nicht gleich ganz abkacken. Das wäre doch schön, oder? Komm schon, so. So. Also können wir den wegmachen. Den nicht. Uiuiui. Den auch. Wegen dem Aussehen vielleicht, ne? Du Kacke! Nein! Lieber Gott in Himmel! Na super, Ingo. Jetzt, falls wir mal da runterfahren sollten, dann sterben wir nicht sofort, ne? Scheiße. Und jetzt haben wir nichts mehr, ne? Aber wir hatten, glaube ich, nichts großartig da drin, ne? Oh, Kacke, ey. Wir hatten doch nichts Tolles jetzt dabei, oder? Nichts, was wir nicht ratzfatz wieder neu hätten oder so. Wir haben keine Biene oder so verloren, hoffe ich. Müssen wir da raus? Kacke Arsch. Ich gehe nie wieder da runter. Ich gehe nie wieder. Also, nee. Die ganzen Komps sind weg, Leute. Oh nein. Oh no. Ich werde bekloppt. Der ist ja mal richtig gut gelaufen, war, Leute. Da werden wir wohl noch mal ein bisschen üben müssen. Leck mich am Arsch. Marie-Louise. Habe ich echt alles weggeschmissen? Ja, wir haben ja noch 10. Super. Ich scheiß in Teich, ey. Ich kack ab. Das gibt's doch gar nicht. Da geht noch was hin. So. Leck die Kuh am Arsch. Liebe Leute von heute. Ich würde sagen, 15 Minuten rum. Und ich würde sagen, ich sehe jetzt zu, dass wir da offline
so ein bisschen was machen. Ich werde mir neue Werkzeuge bauen, ich werde zusehen, dass die hier fertig werden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Vielleicht dauert es aber ein bisschen. Vielleicht dauert es einen Tag länger als sonst. Also morgen dann nicht und dann übermorgen oder so. Oh Scheiße, lieber Gott, warum habe ich das getan? Egal. Auch Rückschläge werden wir wegstecken. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.